Hey Leute, willkommen zurück zu Loop Hero. Was haben wir aus dem letzten Video gelernt? Dass Regeneration gar nicht mal so schlecht ist, auch wenn sie gerade mal knapp 5 bei 5 ist. Also das hat schon einen Unterschied gemacht, zumindest kam es mir so vor. Was wir auch gelernt haben oder was wir gesehen haben, ist, dass ich mal wieder total übermütig war und alles zugekleistert habe. Oh Gott, das wird noch was werden. Na gut, starten wir direkt neu. Und vielleicht werde ich das dann ja irgendwann mal hinbekommen, dass ich nicht irgendwie gleich die Landschaft ja vollkleistere, um es mal so zu formulieren. Das ist aber halt wieder so eine Sache. Man kann ja nur eine begrenzte Zahl an Karten auf der Hand haben. Und ich bin dann halt so, bevor ich da irgendwas verliere, ja, trenne ich mich lieber gleich davon. So, Wiese kommt hier oben erstmal hin. Verballer ich die lieber, weil dann habe ich damit was gemacht und die verschwinden da nicht einfach. Das haben mir andere Spiele so beigebracht. Das ist halt echt nicht einfach, sich das abzugewöhnen. Was haben wir denn hier? Regeneration 0,6. Das ist immerhin ein Anfang. Eine Truhe. Das ist auf jeden Fall schon mal was, von dem ich sage, ja, machen wir. Das ist wahrscheinlich auch nicht besser. Nein, ist es nicht. Da haben wir einen Berg. Da haben wir einen Bluthain. Bluthain kann ich halt noch nicht spielen, weil da noch kein Wald ist. Da hätten wir aber schon mal ein Dorf. Ich warte jetzt erstmal mit dem Dorf, glaube ich, oder? Wobei, je früher ich das da irgendwo hinsetze, es ist halt schon besser. So, da haben wir noch eine Wiese. Das Dorf. Wo kommt denn das Dorf hin? Ich glaube, ich setze das... Ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass ich sowieso mehrere bekommen werde. Ich werde dann mal gucken, dass ich vielleicht hier eins hinsetze, da eins hinsetze und vielleicht nochmal hier so weiter hinten oder die dann in der Mitte näher zusammen. Weil direkt so kurz vom Lager brauche ich... Ja gut, kann man halt auch machen. Ich setze das erstmal da auf die Ecke. Oh, das ist schon mal ganz gut. Vor allen Dingen, die Waffe hat auch Regeneration und Magieschaden. Das ist schon richtig super. Da hätten wir nochmal einen Berg. Und was ja auch die Chronokristalle angeht, das hier wäre gar nicht mal so ein blöder Platz, oder? Könnte ich auch hier hinsetzen? Ich heb mir den erstmal auf. Ich heb mir die erstmal auf. Mal gucken. Gerade so am Anfang kriegt man eh noch nicht so viele Karten. Wenn man später dann gegen mehrere auf einmal kämpft, gegen mehrere Gegner, dann kann man auch mal sehr schnell sehr viel mehr Karten, an sehr viel mehr Karten kommen. Deswegen momentan ist mir das erstmal ganz okay soweit. Da haben wir einen Spinnenkokon. Den würde ich gerne. Ja. Ich setze den erstmal dahin. Da weiß ich immer noch nicht so richtig, wie ich da am besten so die Sachen platziere. Vor allen Dingen auch von den Einzugsbereichen her. Das sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Ausweichen ist uninteressant. Ich muss gerade noch mal was gucken. Das sind 2 TP und 2 TP. Das gibt einfach nur 2 TP. Lassen wir das Feld da oben erstmal so. Gut, Signalfeuer. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ist nicht so der Wahnsinn. Hier unten könnten wir eins hinsetzen. Ist mir aber zu weit am Anfang. Ich glaube, ich mache das mal lieber. Ich setze da mal eins hin. Dann haben wir noch einen Hain. Und den Hain setze ich
Mal dahin. Dann kann ich da direkt auch noch einen Bluthain dran packen. So, da haben wir nochmal sowas. Dann setze ich den mal auf die Seite. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Rundumschaden und Verteidigung. Ja, ist auf jeden Fall besser. Gerade wenn man irgendwie so einen Sprung hat von Stufe 1 auf 3 oder von 5 auf 7 und solche Sachen. Da selbst wenn das eigentlich total, ja, wenn diese Sachen nicht selten sind, dann bringen die trotzdem schon sehr viel mehr. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Da hätten wir direkt schon wieder einen Berg und eine Schatzkammer. Okay, gut. Wenn ich da links die Berge hinsetze, dann werde ich, glaube ich, hier erstmal... Ich setze die mal da oben in die Ecke. Was haben wir denn hier? Angriffstempo, Verteidigung und... Verteidigung. Ist, ja, ist besser. Zwar auch nur minimal, aber ist... halt besser. Oh, das gab schon einige Karten. So. Die Wiese. Kommt mal hier hin. Da haben wir noch einen Fels. Den setzen wir direkt mal dahin. Das hier lasse ich erstmal außen vor. Also die Schatzkammer. Ansonsten... Setzen wir den Friedhof da mal hin. Was das hier angeht, setze ich die Kristalle mal dahin. Schlachtfeld, genau. Da hätten wir noch eine Truhe, die kommt dann dahin. Da haben wir schon mal noch ein Dorf. Das könnte ich ja im Prinzip schon direkt hier vorne auch nochmal mit hinsetzen. Dann hätten wir da ein Dorf. Da haben wir jetzt wieder ein Banditenlager. Signalfeuer, ja. Wäre natürlich schon mal gar nicht so verkehrt, wenn ich das vielleicht mal hier hinsetze. Gut, das wäre dann... Setzen wir da nochmal einen Bluthain hin. Da haben wir noch einen Hain. Setzen wir den dann da hin. Was haben wir denn jetzt hier? Max-TP-Regeneration ausweichen. Nehmen wir mal das. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen Regeneration zu bekommen. Das hier sollte auch auf jeden Fall ja, besser sein. Mehr Magieschaden. Zwar keine Regeneration, aber gut. Bei den Waffen mache ich dann wirklich eine Ausnahme. Also wenn die mehr Schaden machen, machen sie mehr Schaden, auch wenn sie keine Regeneration mehr haben. Da hätten wir schon wieder ein Dorf. Felsen, Friedhof. Ich glaube, hier unten habe ich schon soweit alles zugebaut. Dann würde ich mal sagen, ich setze den mal hier oben hin. Dann könnten wir vielleicht da noch so ein Dorf hinsetzen. Ich setze das mal hinter den Friedhof. Okay, dann müssen wir erstmal dich erledigen. Aber dann gucke ich erstmal, die Wiesen werde ich dann hier oben an die Schatzkammer, glaube ich, erstmal dran packen. Oh, das ist auf jeden Fall sehr viel besser.
Kommt da erstmal eine Wiese hin. Jetzt die Frage, mach ich hier den Berg schon fertig oder warte ich erst noch? Dann machen wir den schon mal fertig. So, da kommt ein Fels hin. Spinnenkokon. Sollte ich nach Möglichkeit vielleicht hier mal hinsetzen. Dann machen wir da auch noch einen hin. Hain, der Hain ist mir erstmal egal. Da haben wir noch einen Fels. Ich glaube jetzt, dabei sollte ich es erstmal so belassen. Vielleicht da ganz hinten nochmal irgendwas hinsetzen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, aber ich warte jetzt erstmal, bis ich wieder ein paar Karten habe. Da unten haben wir direkt dann auch schon das Goblin-Lager. Irgendwas Interessantes. Verteidigung, Ausweichen, Vampirismus. Puh. Ja, verlieren wir Regeneration, aber ja, das ist ein Level 1-Ring gewesen, von daher. Das können wir jetzt eigentlich mal machen. Ausweichen 19%, Angriffstempo 8%, ist jetzt nicht so der Knaller. So, was haben wir hier? Regeneration. Ja, das ist schon. Das ist ein bisschen. Auf jeden Fall mehr Verteidigung. Kein Ausweichen, kein Vampirismus, aber Regeneration. Dann bauen wir hier erstmal weiter. So was Hain angeht. Was haben wir denn hier? Regeneration 0,6 Vampirismus. Konter ausweichen. Ja. Nee, ich glaube, das macht eigentlich keinen Unterschied so wirklich. Wie viel haben wir denn jetzt? 1,2. Das ist noch ein bisschen wenig. Da haben wir dann noch einen Felsen. Ach verdammt, wollte ich doch da oben dran setzen. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus. Konter, ja, Angriffstempo ist alles nette Boni, auf jeden Fall mehr Schaden. Was haben wir hier? Sehr viel weniger Schaden dafür, Regeneration. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, Priorität sollte schon der Schaden haben. Danach vielleicht Regeneration. Und so Sachen wie Konter ausweichen. Na gut, Konter finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ausweichen würde ich schon als wichtiger ansehen. Gut, da haben wir dann, genau, wollte ich ja jetzt da dran setzen. Da haben wir eine Schatzkammer. Können wir vielleicht, setzen wir die mal, die zweite dahin. Oh, was haben wir denn hier? Regeneration. Ist auf jeden Fall mehr, hat weniger Verteidigung, aber Magieschaden, bisschen Konter noch mit drauf. Gut, in dem Fall war das halt vom Level jetzt niedriger, aber das waren halt auch mehr, glaube ich, mehr Stufen zwischen, also Seltenheitsstufen.
können hier nochmal. Eigenschaft, Schildmeister. 10% Chance, das Ziel bei einem Treffer für eine Sekunde zu betäuben. Ist das denn so nützlich? Sowas ist halt nützlich, wenn man ein Spiel hat, wo dann Gegner zaubern und die unterbricht man dann damit. Überlebenskünstler, wenn deine TP unter 30% fallen, wird deine Regeneration verdoppelt. Oh, das ist ja... Das ist, glaube ich, was für mich. Falschspieler, das ist die Frage. Gut, betäuben? Ja, nee. Das ist eher so mehr was für mich. Was haben wir hier? Regeneration. Ja, das ist auf jeden Fall super mit Vampirismus. Magieschaden, das ist doch schon mal sehr nett. Blobs sind jetzt hier nicht so das Thema. Gut, da haben wir schon wieder ein paar Karten. Das heißt, wir können erstmal wieder ein paar Felsen platzieren. Oh, was haben wir hier? Konter, Vampirismus, Magieschaden. Nee, das hier wäre schon ganz nett. Oh, das ist auf jeden Fall nett. Ja, auch wenn da... Ja, 0,6 ist jetzt nicht so viel, aber auf jeden Fall 7 Magieschaden und sehr viel mehr Max-TP. Was ist das? Rundum Schaden, Konter, Verteidigung. Nee, ich glaube, das lassen wir so. Haben wir hier Magieschaden, Rundumschaden. Nee, das lassen wir auch so. Und was gibt es hier noch? Angriffstempo, Konter ausweichen. Verteidigung, Verteidigung. Nee. Wenn da jetzt noch Regeneration mit drauf gewesen wäre. Gut, das ist halt natürlich auch von der Seltenheitsstufe dann abhängig, was dann besser ist. Angriffstempo, das ist natürlich Konter. Ich glaube... Das letztes, vorletztes Video, die Sache mit Konter war ja nicht so toll. Aber gut, da ging es eigentlich nur um die Heilung. Von daher, aber Konter sehe ich erstmal nur so als netten Boni. Wenn man das irgendwo mitnehmen kann, ja, ist schön und nett und so. Aber ansonsten, da haben wir noch ein Dorf. Ja. Setzen wir das hier vorne mit dran. Die haben halt jetzt auch Fähigkeiten. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist unter... Das ist das mit der Regeneration gewesen. Der Effekt. Ja, sieht ganz danach aus. Mein Gott, wie viel Schaden machen die denn? Jetzt bin ich hier echt draufgegangen. Okay. Wieso habe ich denn auf einmal so auf die Nase bekommen? Können wir denn hier schon irgendwie was Neues bauen? Ein Bauernhof könnten wir bauen. Zuflucht noch nicht. Was? Halt nein, ich wollte doch... Bauernhof. Die Feldfrüchte der Bauern sind immer ein willkommener Anblick auf dem Essenstisch. Alle leeren Felder ringsum werden zu Gärten. Nach einer Expedition erhältst du eine Ration pro abgeschlossener Schleife, aber maximal ein pro Garten um den Bauernhof. Gärten lassen sich überbauen. Du kannst Nahrung herstellen, sofern ein Vorratsdepot vorhanden ist. Schaltet die Karte Weizenfelder frei. Ja, auf jeden Fall kriegen wir dann eine neue Karte. Deswegen würde ich schon sagen, gut, vor allen Dingen hier mit der Schmelzhütte, was dann das Metall angeht, das wird noch ein bisschen dauern. Und hier oben... Das wird auch noch dauern. Das wäre noch eine Option, aber das wird halt auch noch etwas dauern. Da könnte man Schurken spielen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt doch erstmal hier den Bauernhof. Ist dir aufgefallen, wie merkwürdig dieses Vergessen sich auf unsere Sinne auswirkt? Hunger zum Beispiel. Du kannst tagelang aufhören zu essen und wirst trotzdem nicht hungrig. Natürlich heißt das nicht, dass du ganz aufhören solltest zu essen. Der Bauer verspricht, dass er in der Lage sein wird, stabile Feldfrüchte anzubauen. Aber das wird einige Zeit dauern.
Ich bin gespannt zu sehen, was da ohne Sonnenlicht heranwächst. Gut. Und dann machen wir nächstes Mal mit der Expedition weiter. Diese Weizenfeldkarte schauen wir uns schon am Anfang nächstes Mal an, ob ich die mitnehme oder nicht. Finden wir dann raus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.